Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein ganz, ganz kleines Hit the Beat Breakletics Workout hier im Hotelzimmer. Und zwar möchte ich euch zeigen, wie ihr ganz easy trainieren könnt, wenn ihr wenig Platz zur Verfügung habt. Gleich geht's direkt los. Ihr braucht, wenn ihr wollt, nur eine Matte. Ihr könnt alles von vorne bis hinten mitmachen. Macht euch ready. Intro. Wenn du neu bist auf diesem Kanal, mein Name ist Daniel. Auf diesem Kanal gibt es Fitness, Mindset, Nutrition und was sonst so in meinem Leben passiert. Und natürlich Hit the Beat Breakletics Workouts. Wenn ihr mehr zu Hit the Beat wissen wollt, checkt unten die Links in der Beschreibung. Da findet ihr alles, was ihr wissen müsst. Ihr könnt dieses Workout jetzt einfach von vorne bis hinten mitmachen. Es ist schon nicht ganz so leicht, es wird nämlich vom Level zu Level jetzt schwieriger werden. Wir machen insgesamt 3 Songs durchgängig Workout und von jedem Song zu Song wird die Übung schwieriger werden, okay? Das heißt, nicht verzagen, wenn ihr einfach nicht mehr könnt, könnt ihr auch einfach das Level davor wieder mitmachen, dann habt ihr es nicht ganz so hart. Ansonsten, alle, die sich ein bisschen pushen wollen, zieht von vorne bis hinten die Steigerung der Levels mit durch und dann haben wir ein ordentliches Workout. Okay, macht euch ready, wir legen direkt los. Ich hole kurz mein Handy mit Musik und dann geht's ab. Okay, ganz wichtig, wenn du noch nicht warm bist, mach dich vorher ein bisschen warm. Wir machen jetzt kein Warm-up hier zusammen, sondern legen direkt mit den Übungen los. Wir haben immer 3 Intervalle pro Song, machen ein Level durchgängig. Weil wir immer steigern und immer die gleiche Übung machen, bauen wir Pausen ein. Das heißt, in den 15 Sekunden Pausen zwischen Intervallen machen wir eine wirklich echte Pause. Die Leute in meinen Kursen würden sich freuen. Wir machen nämlich immer nur aktive Pausen, aber jetzt wirklich echte, echte Pause, okay? Erste Übung, ganz, ganz simpel. Ihr könnt auch von vornherein immer bei dieser Übung bleiben, okay? Oder die einfach wiederholen. Wer sagt, ein Song reicht schon, kann da auch Schluss machen. Zweiter Song reicht, könnt ihr auch dort Schluss machen, okay? Wir legen direkt los. Kick in, erste Übung. Kleine Pause, wenn ihr wollt, könnt ihr einen Deep Squat machen, ein bisschen Mobility Training, die Musik ein bisschen lauter. Direkt nächster Intervall, bleibt gleiche Variation, wir ziehen noch 2 Intervalle dieses Level durch. Let's go! Sehr gut. Ein weiteres Intervall nur noch und dann kommt schon der nächste Song. Dann kommt direkt das nächste Level. Also get ready. Ich denke, bisher dürfte noch jeder mitkommen. Ist ja easy. Let's go. Okay, ersten Song schon geschafft, wir machen direkt weiter mit dem zweiten. Jetzt wird es ein bisschen anspruchsvoller vom Level, aber kein Problem, ganz easy,
Ziehen sie recht durch. Okay, wieder Deep Squat. Ihr merkt, jetzt wird es schon ein bisschen anspruchsvoller mit den Übungen. Ich merke auch langsam, es ist ein bisschen anstrengend. Let's go, Runde 2. Okay, ihr merkt vielleicht, warum ich den Kick-In gewählt habe, weil alles in der Boxposition ist. Und gleich merkt ihr bei der letzten Variante, warum die Boxposition so effektiv ist, noch für Stair-Push-Ups. Letzte Runde. Lockern, durchatmen. Okay, ein Song noch. Wieder Kick-In, gleiches Level. Jetzt aber immer in der Mitte Stair-Push-Ups. Das Gute ist, wenn ihr Stair-Push-Ups in der Boxposition macht, könnt ihr mit dem Becken nicht ausweichen. Dadurch wird die Übung viel effektiver. Letzter Song, Leute. Mitte, tief, tief, hoch, hoch, wechsel, kick, Mitte, tief, tief, hoch, hoch, kick, Mitte, oh, tief, tief, hoch, hoch, letztes Mal, tief, tief, hoch, hoch, break. Ihr merkt, viel, viel effektiver, weil ihr nicht schummeln könnt mit eurem Becken. Kick. Mitte, tief, tief, hoch, hoch, kick, Mitte, tief, tief, hoch, hoch, kick, Mitte. Sehr schön. Ein Intervall jetzt noch. Und jetzt wird es spannend. Jetzt geben wir es uns richtig. Alles jeden Beat. Kick-In jeden Beat. Der Push-Ups jeden Beat. Let's go. Ich hoffe, ich mache nichts kaputt hier. Sieben und. Sieben und. Letztes Mal. Und geschafft, Leute. Okay, Leute, das war ein ganz kurzes Workout zum Mitmachen. Ich wollte euch einfach zeigen, dass ihr, egal wo ihr seid, egal wie viel Platz ihr habt, ihr könnt easy ein Workout machen. Es geht eigentlich fast überall. Wenn ihr mehr solche Workouts wollt, schaut entweder in einem der Kurse in ganz Deutschland vorbei oder
Schaut mal im App Store oder Google Play Store. Dort haben wir eine App, Breakletics Hit the Beat. Und dort sind noch viel, viel mehr Workouts. Wenn ihr euch irgendwann die Plus-Member-Mitgliedschaft holen wollt, dann sagt mir unbedingt nochmal Bescheid. Kann ich euch einen Gutscheincode geben. Oder wenn ihr euch dafür interessiert, schreibt mir gerne auf Instagram. Auch wenn ihr Trainer werden wollt, schreibt mir auf Instagram. Ich kann euch gerne weiterhelfen, wenn ihr Fragen habt. Wir sehen uns im nächsten Video. Abonnieren nicht vergessen und ciao. 6, 7, 8.